ich persönlich bin natürlich wahnsinnig stolz darauf, dass ich der Vorstandsvorsitzende bin, genau in dem Jahr, wenn wir die 150 Jahre TÜV Süd feiern. Und ich freue mich wirklich über dieses Jubiläum. Ich freue mich vor allen Dingen über die vielen Feiern, die wir machen. Und insbesondere freue ich mich heute auf den Festakt hier auch in den wunderschönen Gemäuern des Hauses der Kunst in München. Also es ist unglaublich toll für 150 Jahre, also 15 Jahrzehnte höchste Qualität zu gewährleisten, auch den internationalen Anspruch zu haben. Und für unsere Firmen ist es natürlich sehr wichtig, so eine Institution vor Ort zu haben, die ihnen auch bei der Globalisierung helfen können. Und deswegen kann ich nur sagen, weltoffen und trotzdem verwurzelt in der Heimat. Und ich finde es immer toll, Veranstaltungen zu moderieren, wo es um Jubiläen geht, wo auch Firmen ausgezeichnet werden, die eben eine große Historie haben, eine große Geschichte haben, weil das sehr spannend ist, weil es ja viele Unternehmen sind, die man zwar kennt, aber man weiß nichts über die Geschichte. Und ich weiß jetzt eben auch, warum der TÜV Süd so heißt, wie er entstanden ist und wie er so groß geworden ist und dass er 24.000 Mitarbeiter hat. Ich finde, das muss man ja wissen. 150 Jahre, da liegen viele Umbrüche dazwischen. Und wenn man da so rauskommt und so erfolgreich ist, dann muss man vieles richtig gemacht haben. Und ich hoffe, dass auch weiter TÜV so eine glückliche Hand hat. Im Übrigen ist natürlich Karl von Linde auch mit und Begründer des TÜV, was auch einen Bezug darstellt, sodass ich immer schon eine Affinität hatte. Und ich finde einfach toll, was TÜV aus dem Unternehmen gemacht hat. 800 Standorte weltweit, tolles Unternehmen geworden. Ich wünsche einfach, dass ihr auf dem Weg bleiben könnt, so wie ihr es bereits getan habt. 150 Jahre, was für eine Zeit. Und alles Gute